meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar zum unpopulären Meinungen Nageljagd-Tag. Ja, ich wurde getaggt von der lieben Christon. Den Namen verlinke ich, also den Kanal, der heißt Christon, verlinke ich in die Infobox. Ja, und da ich ja nicht nur drei Nagellacke habe, sondern schon einige, freue ich mich, dass sie mich getaggt hat und ich habe eine kleine Auswahl getroffen von meinen Nagellacken. Nur eine kleine Auswahl von mehr als 200, wo ich besitze, aber ja, kann nicht die ganzen 200 hier aufreihen, ne? Also das geht einmal nicht. Gut, dann fangen wir mal an, das sind 10 Fragen. Ein beliebter Nagellack, den du nicht magst. Ein beliebter Nagellack, den ich nicht mag. Oh, gibt's keinen. Puh. Ich mag Essie, ist sehr beliebt, Sally Hansen. Ich mag eigentlich alle Nagellacke, also ja, da fällt mir jetzt spontan nichts ein, was ich nicht mag, müsste ich überlegen für an, wo ich vielleicht gar nicht habe, aber nee, kann ich leider nicht beantworten, die Frage, weil ich mag eigentlich alle Lacke. Fällt mir jetzt nichts ein. Beliebter Lack, den ich nicht mag. Nee. Könnte ich nicht sagen. Zweitens, ein unbeliebter Lack, den du gerne magst. Ja, also viele sagen ja, sie kommen mit Essig nicht zurecht, weil er nicht hält, aber ich komme mit zurecht, oder P2 sagen viele, mögen es nicht, also ja, ich habe jetzt mal den von P2, der Colorit, den mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das ist so ein, ja, so ein schamschierender, also der geht jetzt wieder in Herbst rein. Jetzt seht ihr meine Nägel einmal in voller Länge, weil ich habe, wie lang sie tatsächlich sind, weil ich habe in Facebook ein Bild gepostet von meinen Nägeln und die kommt mir vor auf dem Bild, dass die viel kürzer sind, als wie sie sind, und die sind tatsächlich länger, also für mich ist es lang. Die andere Hand, der Daumen, für mich ist es lang und ja, bisher komme ich mit zurecht, Gott sei Dank. Ich habe ja 2 Tage gebraucht, das ganze Wochenende, um die Nägel zu machen. Also da ist jetzt einmal kein Nagellack drauf, das ist mit Gel. Die Farbe ist Gel. Ja. So. Ja, auf jeden Fall, ja, P2 finde ich, Essie liebe ich. Große Liebe, obwohl viele auch sagen, mit Essie hält nicht, aber ich kann nichts Nachteiliges sagen, auch nicht von P2 oder so. Ich liebe eigentlich alle Lacke. Drittens, ein Finish, das du nicht magst. Ja, da habe ich, Moment, ein Finish, das ich nicht mag, ist das ist hier. Das ist Sabrina. Das ist ein viel zu dünnes Pinselchen. Dadurch lässt sich der total schlecht auftragen und wird streifig und wird überhaupt nicht schön. Und wenn ich in mehr Schichten drüber gehe, dann wird es batzig und nee, also denn mag ich gar nicht, obwohl die Farbe interessant ist. Das schaut so grau aus, hat aber wie so
bläulich-grüne Glitzerpartikelchen drin. Seht ihr das? Ja, ne? Ist schon interessant, ja, bläuliche Glitzerdinger sind da drin. Schon interessant, aber das wirkt auf den Nagel nicht. Also das, ich habe mir da ein anderes Finish drunter versprochen, mag ich nicht. Eine Nagellackmarke, die du überteuert findest. Ja, ich habe keine so überteuerte Nagellackmarke, obwohl mein teuerster ist China Glaze. Ich mag die sehr. Aber ich finde auch 20 oder 18 Euro für einen Nagellack finde ich schon teuer. Ich habe es ja geschenkt bekommen, aber es ist zwar viel drin, ist eine große Flasche, aber ja, sind schöne Lacke, aber ich finde sie zu teuer, weil man kriegt ja von Essie praktisch, habe ich die gleiche Farbe wie der von China Glaze. Und Essie ist ja dann 8 Euro oder so, ne? Ja. Und von daher finde ich China Glaze überteuert, obwohl ich es sehr mag. Also, ja. Ein teurere habe ich nicht, also da kann ich nicht mitreden. Es gibt wohl welche, die kosten 30, 40 Euro. Ich glaube, von Louis Vuitton gibt es auch einen, der glaube ich kostet 50 Euro. Die Christone hat da einen und ich, nee, das war mir echt zu teuer für einen Nagellack. Also, nee, bei aller Liebe, nein. So, ein Trend, mit dem du dich nicht anfreunden kannst. Ja, da gibt's tatsächlich was und zwar, wenn man, wo ich jetzt schon öfters gesehen hat, einen Nagel, wird da zum Beispiel ein Loch reingebohrt und dann kommt da wieder so ein Ring drum und so Schmuck, so gebaumselt da, also so ein Piercing am Nagel. Nagelpiercing. Das kann ich nicht haben, also ich bin ja froh, dass ich jetzt mit den langen Nägeln zurechtkomme soweit und ja, aber mit einem Piercing da so gebaumselt da dran haben und dann bleibe ich hängen, vielleicht beim Haarwaschen oder sonst was. Nee. Das ist ein Trend, mit dem kann ich mich wirklich nicht anfreunden, nein. Ein Trend, den du nicht mochtest, als er in war, inzwischen aber schon. Ja, das sind dann praktisch solche, stellvertretend für meine anderen, diese Topper hier, diese Glitzer Nagellacke, schön schon, ne? Aber ich konnte das nicht haben auf dem Nagel, den habe ich sogar da drauf gepinselt, auf den Daumen. Ja. Damals konnte ich es überhaupt nicht leiden, den Trend, aber jetzt mittlerweile mache ich es sehr gern und habe sehr viele solche Lacke in verschiedenen Farben und ja, ist für mich, habe mich dran gewöhnt und ja, ist halt immer zickig mit dem Ablackieren, aber ich feile es halt ab, ne, oder mache es jetzt mit dem Fräser runter, weil, ne, das ist kein Problem. Aber ansonsten, ja, konnte ich mich damit gar nicht anfreunden. Also früher, als die rauskamen, hatte ich einen gehabt. Dann konnte ich das überhaupt nicht auf den Nägeln haben. Und ja, dann habe ich den damals meiner Freundin geschenkt und auch keinen mehr gekauft, wo so ein Finish da hatte. Oder wie Sam Style oder so. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und als ich ihn kennenlernte, hatte ich noch nicht so viele Nagellacke, vielleicht 10 oder 12, ne? Wenn überhaupt, also ich habe bloß ein paar Farben gehabt und ja. Auf alle Fälle hat er mir dann, weil er steht ja voll auf dieses Glitzergedönszeug da, das Rita, sowas, kaufte er mir einen Glitzertopper. Oh je.
haben wir gedacht, na gut, dann macht es das halt. Naja, und dann habe ich mich dran gewöhnt, mir hat es dann auch gefallen und dann haben wir mir gedacht, ja, dann habe ich mich allmählich dran gewöhnt und ja. Und jetzt, wie gesagt, mache ich es sehr gern. Eine Farbe, die du kaum oder nie trägst. Ja, das ist so grau, das ist so wie grau und da habe ich nochmal ein Razzitgrau. Das ist so wie dreckige Nägel, das gefällt mir nicht so. Die trage ich ja fast nie oder so richtig braune Farben. Ja, habe ich zwar auch welche, aber ja, selten, dass ich sowas trage. Aber ich habe jetzt, sehe ich jetzt da, dass ich welche habe, die ich ein Lack, den du magst, der aber deiner Meinung nach overhyped ist. Overhyped. Ich weiß es nicht, welche ist ein overhyped. Keine Ahnung. Overhyped. Könnte jetzt nicht so. Mag ich. Essie mag ich, Manhattan mag ich auch. Habe ich auch welche da, die All in One mit Rührenfüller und habe ich verschiedene, also Manhattan Lacke, ja, sind okay, sind gut, also ja, vielleicht sind die Manhattan Lacke ein wenig overhyped, aber jo, aber trotzdem finde ich sie gut und ja, sind ja auch nicht teuer, da habe ich noch einen Manhattan, das ist auch so ein, seht ihr das, so schungschierender, ist auch wie so Herbstfarbe dann wieder, ne? Ja. Ja. Overhyped. Keine Ahnung. Ein beliebter Topcoat, den du nicht magst, ja. Da habe ich zwei, und zwar von Essence, den Studio Nails, Better Than Gel Nails. Den mag ich nicht so. Der ist beliebt bei vielen anderen, weiß ich, die mögen nur den. Aber ich finde, er zieht auch praktisch mehr Fäden und so. Und nee, mag ich nicht so gerne. Dann von Essence den Quick Dry Top Coat. Ist auch nicht so, weil Quick Dry, ja, jetzt trocknet schnell, jetzt habe ich Gelnägel drunter und selbst wenn ich jetzt Nagellack drüber tue, brauche ich keinen Quick Dry. Da ist der Nagellack nämlich, wenn ich auf Gel Nagellack tue, sowieso in 0, nichts trocken. Ne? Also von daher. Aber als ich noch keine Gelnägel gehabt habe und den drauf gemacht habe, es ist auch nicht schneller getrocknet. Also von daher, dann nehme ich lieber den von P2, das ist ein Nail Art Top Coat. Der ist mir wesentlich lieber und ich weiß auch nicht. Tut mir leid, die zwei mag ich nicht so. Ich weiß, dass die bei vielen beliebt sind. Ja, und ja, ein Lack, der nicht genug geliebt wird. Ich finde von Maybelline, die Color Show Lacke, werden nicht genug geliebt, finde ich. Also man sieht sie zu selten, obwohl Preis-Leistung stimmt. Und ich finde es, ist die Ocean Breeze, glaube ich, Ocean Blue. Ich finde es schöne Lacke und man hört von die Color Show sehr wenig. Also
bis fast gar nicht. Ne? Also Kiko habe ich auch welche und ja, das sind, die werden schon, also die, wo Kiko haben und die, wo kenne ich viele, die Kiko-Lacke viele haben und die alle lieben und von daher finde ich Color Show sehe ich zu wenig. Ja, ist so. Auf jeden Fall. So, war jetzt das ja so meine Meinung zu den unpopulären Meinungen nach Lacktech. So, dann werde ich taggen auch jemand und zwar zum einen werde ich taggen, dass der Tag ein bisschen verbreitet wird, werde ich taggen die liebe Miss Pink Panda. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Die liebe Judith Beifans, weil da weiß ich, du hast auch mehr als 10 Lacke und von daher fühl dich getaggt und ja, und alle, die diesen Tag natürlich gerne mitmachen würden, möchten, wollen, tun, die können natürlich gerne mitmachen. Die Fragen sind in der Infobox verlinkt und ja, dann freue ich mich beim fürs Zusehen und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich würde dann sagen, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, ne? Okay, tschüssi und ich umarme euch alle ganz lieb und ja, tschüss.